Das deutsche Eishockey verliert einen wundervollen Athleten, so Bundestrainer Jakob Kölliker über den Nationalspieler Robert Dietrich. Von ihm und den anderen 42 Opfern des Flugzeugabsturzes mit einem Eishockeyteam an Bord nimmt die russische Stadt Jaroslawl heute Abschied. Nach einer Trauerfeier in der Arena 2000 werden die ersten Opfer beerdigt. Nur zwei Menschen hatten den Absturz am Mittwoch schwer verletzt überlebt. Seither hatten Fans und Bürger vor der Halle tausende Blumen abgelegt. Als Unglücksursache werden Pilotenfehler und technische Probleme vermutet. Der Flugschreiber wird in Moskau untersucht. Das Flugzeug vom Typ Jakovlev 42 war 18 Jahre alt. Es war bereits das vierte schwere Unglück veralteter Flugzeuge in Russland innerhalb von 4 Monaten. Warum waren die Spieler an Bord teurer als das ganze Flugzeug, fragte sich eine tschechische Zeitung. Auch drei tschechische Spieler waren umgekommen.